Der Montag kann gar nicht besser beginnen, denn die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages haben gerade die Verfassungsmäßigkeit des Demokratiefördergesetzes von Lisa Paus und Nancy Faeser in der Luft zerpflückt. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich weiß ja nicht, ob es vielleicht auch an der medialen Berichterstattung lag. Wir haben ja von Anfang an hier seit Pressekonferenz und so weiter hier gegen dieses Demokratiefördergesetz aufgeklärt. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei nämlich um ein Gesetz, welches gegen die Demokratie ist. Denn es gibt einfach dem Staat und seinen Organen einfach eine Kompetenz, die ungesund ist, die sich so weit in das Leben von nicht nur Jugendlichen, sondern Erwachsenen in Deutschland einmischt und die auch zahlreiche NGOs des zivilgesellschaftlichen Lebens, also Vereine, Fördervereine, Stiftungen und so weiter, stützt mit Geldern und diesen Einfluss, den es von staatlicher Seite dort gibt, eben niemals wirklich, ja, aufheben kann. Und dass das sozusagen auch ein ja, massives Tor und Tür für Missbrauch ist, das ist völlig klar. Und offenbar haben jetzt auch die wissenschaftlichen Dienste, also einerseits die Wissenschaftler, aber auch Hausjuristen und so des Bundestags, das ähnlich gesehen und haben jetzt ein Gutachten erstellt. Und in diesem Gutachten, ja, was soll ich sagen, kommt das Gesetz oder dieser Entwurf vielmehr nicht gut weg. Schauen wir mal einfach hier, was nämlich in diesem Weltartikel darüber gerade drin steht. Über den bin ich jetzt auf dieses ganze Thema nämlich gekommen. Und hier sieht es jetzt nämlich so aus, dass in diesem Gutachten drei Kerndinge massiv kritisiert werden, die jetzt hier mit diesem Gesetzesvorhaben halt eben in Anspruch genommen werden sollen und wo der wissenschaftliche Dienst sagt, nee. So kann das leider nicht gehen. Als ersten Grund steht jetzt hier im Artikel, ne, diese könnten sich erstens aus der Natur der Sache ergeben. Darauf beruft sich der vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetzesentwurf ausdrücklich. Unter Auswertung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts arbeitet der wissenschaftliche Dienst heraus, dass dafür andere Möglichkeiten einer sachgerechten Lösung außerhalb eines Bundesgesetzes, insbesondere eine landesgesetzliche Regelung, unmöglich sein müssten. Das sei beim Demokratiefördergesetz nicht der Fall. Was bedeutet das auf Deutsch? Ganz einfach, die Bundesgesetze und der Bundestag ist hier eigentlich gar nicht zuständig laut Auswertung, sondern das müsste eigentlich von den Ländern und deren Gesetzen und so weiter abhängig gemacht werden. Und das ist deren Kompetenz. Aber man kann hier auch mit diesem Natur der Sache Argument nicht sozusagen kommen, denn es wurde ja nicht dargelegt, warum jetzt beispielsweise bei den Ländern hier nichts gemacht werden könnte. Und da in diesem Gesetzesentwurf das nicht begründet wurde, ja, ist man hier einfach halt nicht zuständig. Das ist das erste Argument. Das zweite ist aber noch viel interessanter. Und zwar steht jetzt hier, dass sich die Ampel für bestimmte Regelungen ihres Gesetzes die ungeschriebene Zuständigkeit Kraft Natur der Sache im Bereich der Staatsleitung hier für dieses Gesetzesvorhaben bemüht hat. Der wissenschaftliche Dienst weist jedoch darauf hin, dass diese Konstruktion für Fälle des exekutiven Informationshandels an die Bevölkerung oder das Parlament entwickelt wurde, ne? Auf die Kompetenzen des Gesetzgebers hat die Rechtsprechung diese Rechtsfigur bislang jedoch nie angewendet. Heißt im Gutachten, das Vorgehen der Regierung sei deshalb wenig plausibel und nicht zwingend. Was bedeutet das genau? Also nach meinem Verständnis, ja, bedeutet das, dass dieses Kraft-Natur der Sache im Bereich der Staatsleitung keine gesonderte gesetzliche Regelung und so weiter gebraucht sind für die Kompetenz in einem bestimmten Bereich, sondern sie ergeben sich einfach aus Kraft-Natur der Sache, ja. Aber in diesem Fall ist es eben so, dass zum Beispiel bei Informationshandlungen, sei es jetzt zum Beispiel bei der Gewinnung von Daten, Analyse, Auswertung von Daten, Weitergabe von Daten an andere,
behördliche Stellen oder auch die Kommunikation mit anderen Stellen. In diesem Bereich gibt es eben diese Kraftnatur der Sache, aber nicht, wenn es einfach um Kompetenzen geht bezüglich des Demokratiefördergesetzes. Und deshalb sagen jetzt hier einfach die Juristen des wissenschaftlichen Dienstes, das ist wenig plausibel. Ich meine, interessant an dieser Stelle, ne, dass man diesen Gesetzesentwurf einfach so auf den Weg bringt und das überhaupt nicht in der Art und Weise juristisch konkret prüfen kann oder prüfen lässt, ja, prüfen kann, kann man es bestimmt, prüfen lässt dahingehend, ob man selber überhaupt zuständig ist und ob man selber eigentlich auch die Kompetenz dafür hat. Aber das dritte Argument, das ist das haarsträubendste von allen, weil das zeigt nämlich ganz klar, um was es nämlich eigentlich hier Lisa Paus und Nancy Faeser geht. Und zwar heißt es jetzt hier, ne, die Gutachter lehnen drittens eine mögliche Gesetzgebungskompetenz aus Gründen öffentlicher Fürsorge ab, die sich aus Artikel 74 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes ableiten ließe. Ja, dann schauen wir doch erstmal ganz kurz hier rein. Ne? Da geht es halt im Grundgesetz Artikel 74 hier, ne, die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete. Geht es einmal hier also auch wieder um die Kompetenz, ne? Und einerseits hier auch im Bereich der ganzen Befugnisse zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungsmöglichkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. Ja? Also es geht hier anscheinend so um Zuständigkeiten und so weiter und unter anderem eben über die öffentliche Fürsorge. Und jetzt ist die spannende Frage, hier steht es auch im Artikel, nämlich folgendes drin, dass eben zwar das Bundesverfassungsgericht in seinem Jugendhilfeurteil die politische Bildung Jugendlicher der öffentlichen Fürsorge zugerechnet hat. Ich persönlich finde das alleine schon sehr fragwürdig, aber gut. Im Demokratiefördergesetz allerdings geht es um die Bildung Erwachsener. Die Erstreckung der Fürsorgekompetenz auf diesen Bereich habe die Rechtsprechung bisher jedoch nicht vorgenommen. Tja, und es ist auch gut so, ja, weil Nancy Faeser und Lisa Paus, sorry, die haben nicht die Aufgabe, durch zivilgesellschaftliche Organisationen irgendwie die Erwachsenen in Deutschland politisch zu erziehen. Ja? Wir erziehen uns selbst politisch. Ne? Dazu gleich nochmal ein bisschen was. Und dazu, da hatte sich ja auch der Wolfgang Kubicki schon zu geäußert, hat er jetzt nochmal gemacht, mit diesem Gutachten wird klar, dass diese Gesetzesvorlage auf einer unzulässigen Kompetenzanmaßung des Bundes beruht. Ja? Damit zerschellt das Demokratiefördergesetz nach den Vorstellungen von SPD und Grünen an der föderalen Wirklichkeit. Ne? In ihrem vermeintlich heldenhaften Kampf gegen rechts haben Lisa Paus und Nancy Faeser das Recht offensichtlich beiseite schieben sein, so Kubicki. Und in einer der letzten Sätze hier unten heißt es dann noch, ne, der Bund wolle ja die wichtige Arbeit der Initiativen und Projekte auf eine stabilere und nachhaltige Grundlage stellen, die vorhandenen und bewährten Strukturen aufrechterhalten und weiterentwickeln. Das ist ja das, was Lisa Paus und so formuliert hat. Unten steht als letzter Satz, umstritten ist auch, ob eine staatliche Förderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen überhaupt Aufgabe des Bundes sein sollte. So, Spoiler Alert hier von meiner Seite aus, meine Einschätzung, sollte es natürlich nicht, ja. Zivilgesellschaftliche Organisationen sollten sich eben auch aufgrund von zivilgesellschaftlichen Initiativen und Motivationen heraus engagieren und sie sind per Definition eben getrennt von staatlichen Organisationen. So, und das ist das Gleiche damals, und das merkt man ja auch in den heutigen Debatten, wie vieles auch in diesem Kulturkampf und so weiter eine Glaubensfrage ist, ja, wie viel da immer Interpretationsspielraum auch offen gelassen wird und warum das deswegen halt unbedingt wichtig ist, diese Bereiche voneinander zu trennen. Es gab ja einen guten Grund damals, Staat und Kirche zu trennen, und genau deshalb sollte man eben auch staatliche Organisationen von zivilgesellschaftlichen Organisationen hinsichtlich dieser Aspekte auf jeden Fall trennen, weil natürlich es eigentlich für jeden sofort ersichtlich ist, dass das hier massiv im Sinne der eigenen aktuellen politischen Agenda
missbraucht werden kann, ja. Und deswegen ist das nicht nur im Sinne aller Bürger und so, sondern auch im Sinne von Lisa Paus und Nancy Faeser, dass ihr eigenes Gesetz als verfassungswidrig jetzt gescheitert ist, beziehungsweise nicht kommen wird. Denn wenn dieses Gesetz einmal geschaffen ist, dann öffnet es ja auch nicht nur Nancy Faeser und Lisa Paus die Möglichkeit, ihre bevorzugten zivilgesellschaftlichen Organisationen und so entsprechend zu fördern, sondern auch allen Folgeregierungen. Und tada, ne, man bleibt nicht sein ganzes Leben lang an der Regierung. Also jedenfalls nicht in einer Demokratie, habe ich mal gehört. Und von daher sollten die eben aufpassen, welche Gesetze sie versuchen zu etablieren, die dann irgendwann auch mal zivilgesellschaftliche Organisationen und so weiter fördern könnten, die vielleicht mal über diese ganzen verschiedenen Aspekte nicht der AfD, sondern der SPD und der Linken und der Grünen und so weiter aufklären. Ja, also an dieser Stelle eine gute Sache und schauen wir mal, ob die FDP jetzt tatsächlich, ähnlich wie es Kubicki gerade formuliert hat, auch standhält. Es ist ja aufgrund der FDP schon jetzt zu einer Verzögerung auch ständig der Lesungen dazu gekommen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wichtig ist jetzt, dass jeder einzelne FDP-Abgeordnete eben auch hier Widerstand leistet und gegen dieses Gesetz stimmt. Und zwar nicht einfach nur das auch wieder umformulieren lässt, so an ein paar Passagen, damit man dann wieder sagen kann, ja, wir haben ja in der Ampel doch einen Kompromiss gefunden. Am Ende ist das dann irgendwie in 5% der Dingen irgendwie umgeändert, so dass die FDP sagen kann, seht ihr, wir haben es verhindert, dass das Schlimme kommt. Und am Ende hat man es aber ähnlich wie beim Heizungsgesetz trotzdem dann umgesetzt. Und dann geht es trotzdem eigentlich so weiter wie von Lisa Paus und Nancy Faeser und so weiter angedacht. Nein, dieses Gesetz muss einfach verhindert werden.